Hallo Leute, willkommen bei der LS19 Mercury Farm. Dies ist Teil 93. Ja, und wir nähern uns ja mit Riesenschritten der Folge 100. Naja, mit kleinen Tippelschritten eher. Aber die Folge 100 ist in Reichweite. Und ich dachte mir, daher machen wir dieses Let's Play auch noch bis Folge 100 weiter. Sonst hätte ich vielleicht schon etwas vorher aufgehört. Aber die 100 machen wir jetzt noch voll. Und ja, da kriegen wir auch noch einiges geschafft. Und bis auf Weiteres kommt die Mercury Farm jetzt immer am Mittwoch. Jo, vorher kamen sie ja immer sonntags. Und hier sehe ich noch diese hohen Kiefern. Die könnte man auch nochmal wegmachen und dort dann eine Halle hinstellen. Weil hier steht ja so viel rum. Weil ich brauche letztlich die meisten Geräte immer hier am Tierhof. Und da wäre es schön, eine Halle zu haben. Und hier möchte ich eigentlich auch gerne eine Halle machen. Also da, wo wir jetzt gerade drauf gucken. Dieses Fahrsilo brauchen wir nicht mehr. Und diesen kleinen Grünfleck brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber heute kümmern wir uns um die Hühner. So. Ich gucke jetzt mal, ob ich im Silo hier Weizen habe. Irgendwo habe ich nämlich noch Weizen oder Gerste, damit ich denen auch Futter mitbringen kann. Und wie ihr seht, habe ich hier schon den Autoloader dran gehängt. Das ist der falsche gewesen. So, jetzt stehen wir hier nicht gut genug. Was ist das Problem? Ach so. Ja, ich habe nichts auszuladen. Das ist mir jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal passiert. Nun ja. Ich habe mich eben so dran gewöhnt, dass die Silos einseitig sind, also dass das Ausladen an der gleichen Stelle ist wie das Einladen. Hier ist mal kein Weizen drin, aber Gerste. Gut, dann bringen wir denen einfach Gerste mit. Und den bevorrateten Weizen, den suche ich dann mal irgendwo. Aber Gerste mögen die ja auch. Stimmt das? Ich glaube ja. Gucken. Hühner. Na, lieber speichern. So. Da, Hühner. Ja, Weizen oder Gerste. Die Sauberkeit ist null. Und normalerweise nehme ich ja einen Frontlader mit zu den Hühnern. Aber ich dachte mir, es wird Zeit, Besen zu kaufen für die Hühner. Und vielleicht am besten gleich auch noch für alle anderen Ställe. Denn ich finde es mit den Besen deutlich entspannter. Wenn ich nicht gerade fliege. So, dann kann ich die jetzt natürlich nicht sofort sauber machen, die Hühner. Sondern erst, ja, wenn wir Eier schon mal verkauft haben und dann auf dem Rückweg oder so kaufe ich dann die Besen. So. Da wird sich wahrscheinlich der Hühnerfutterdreck und die Eierkartons regelrecht stapeln. Ja. Alles voll. Oh ja, da habe ich sogar mal ein paar zur Seite geräumt. wie mache ich das denn jetzt am besten? Weil ich möchte bevorzugt erstmal die großen Container, hinten auf den Hänger packen. Vielleicht gebe ich ihnen erstmal das Futter und schmeiß die Kartons dann in den Anhänger rein. Weil die passen ja sowieso nicht so richtig auf den Autoloader. Jetzt gucken wir mal. Bestimmt wollen die was. Jetzt muss ich hier wieder umschalten. Jawohl. Sieht zwar noch recht voll aus, aber bestimmt ist das nicht sehr voll. Hey, jetzt aber nicht so gierig. Na gut, ein bisschen haben sie übrig gelassen.
Und die anderen Ställe sind erheblich viel kleiner als die da. Gut. Aber so richtig ran komme ich da nicht. Ran komme ich eigentlich nur an den hintersten. So, jawohl. Gut, er ist fast leer. Hättet ihr den nicht ganz leer lassen können? Ich wollte hier ja auch noch ein Silo hinstellen, damit ich hier immer Hühnerfutter, also Weizen und Gerste lagern kann. Und ich überlege fast, ob ich diesen Unterstand hier wegmache, weil ich den de facto doch nie benutze. Und da könnte man sehr gut ein kleines Silo hinstellen. Sonst müsste ich da hinten erstmal wieder Bäume fällen und hin und her. Und da müsste ich einfach nur den Unterstand wegmachen. Naja, ein paar Sekunden habe ich noch Zeit zu überlegen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Na toll. Dieses Gespann ist nur bedingt eine gute Idee. Ah, jetzt kann ich es auf jeden Fall ausleeren. Das ist gut. Dann ist das leer. Und ich schmeiß jetzt mal die Kartons da rein. So. Die sind natürlich jetzt hier zu hoch. Oh, es geht. Und passen wenigstens viele rein. So. Komm. Okay. So. Na prima, drüber gesprungen. Ja, ich würde sagen, die leere ich jetzt. Die räume ich jetzt erstmal hier alle in den Hänger. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Stufe, nämlich die Eierpaletten einsammeln. Ups. Okay. So, jetzt habe ich die Kartons alle eingesammelt. Da sind schon neue gekommen. Das ist natürlich blöd, aber ja, so ist das halt. Der große Wagen ist ganz schön voll geworden. Jetzt schalten wir mal den Autoloader an. Ich denke, das war U oder so. Mal gucken, ob das funktioniert. Jo, klappt. Und jetzt sollte ich langsam wenden. Ja, und dies mit den Paletten, dies mit den Paletten hier ist ja eigentlich eine tolle Idee, weil man da halt viele Eierkartons drin stapeln kann. Aber da ich nicht gut und auch nicht gerne mit Paletten händel, also man muss die ja ziemlich präzise da dann wieder hinsetzen, es ist, glaube ich, auf Dauer doch nicht so mein Ding. Also es bringt mir nicht die große Erleichterung, die ich gern gehabt hätte. Und darum überlege ich, ob ich zu der Oldschool-Methode zurückkehre. Ja, zum Kleinen hat er jetzt auch drauf. Ist in Ordnung. Das müsste trotzdem reichen. Ob ich einfach hier ja, regelmäßig hinfahre und die halt in einen Hänger schmeiße, die Eierkartons, wie gehabt. Denn hier auch mit diesem Autoloader, da habe ich ja versucht, die Einzel-Eierkartons draufzupacken, aber der kann nur irgendwie 12 oder so. Da muss man die da dann doch noch irgendwie draufpacken. Dann kann ich mir auch einen kleinen Anhänger nehmen und die reinschmeißen. Ja. Und darum werde ich wahrscheinlich diese Paletten jetzt dann anschließend wieder verkaufen. Und
Ich nehme mal an, man kriegt die Lea wieder, weil man hat ja ordentlich dafür bezahlt. Und dann überlege ich, ob ich vielleicht einen meiner kleinen Hänger zusammen mit dem, wie heißt der, mit dem Pickup hier für den Hühnerstallbetrieb einfach abstelle. Dann würde ich den Unterstand vielleicht doch lassen. Mal gucken. Oder es würde dann ja ein kleinerer Unterstand reichen. Überhaupt, die Bäume stehen ja hier nicht so ganz dicht. Ich guck mal, ob ich das Silo vielleicht auf diese Wiese stellen könnte. Wenn ich das überhaupt schon hier habe. Ja, da ist es. Das wollte ich nehmen. So. Naja. Ich könnte es hier so zwischen die Bäume stellen. Ja, dann müsste ich nur ein bisschen platt machen. Das würde gehen. Und dann lasse ich einfach den Unterstand. Das könnte ich auch jetzt gleich machen. So. Na, Landschaftsbaustein. Jawohl. Oder ich mach's. Komisch, jetzt will meine Maus nicht so recht. Ich mach's hier auf der Höhe. Dann. Oh, nein, nein, nein. So. Dann fliegen die Bäume zwar vielleicht ein bisschen. So. Aber da wird dann das Silo davon ablenken. So, und hier machen wir es so, dass man da auch hinfahren kann. Okay. Und jetzt stellen wir das Silo dahin. Dann wäre das schon mal erledigt. Und dann kann ich gucken, ob der Pickup mit dem 14.000 Liter Anhänger klarkommt. Ich glaube, das würde so schweben. Ja. Und muss ich das noch weiter hinten flach machen? Oder kann ich es absenken? Ja, ich kann es absenken. Das ist gut. Geht's noch weiter? Jo, sehr schön. Gut. Ja, so gefällt mir das. Okay, das heißt, der nächste Weizen kommt dann da rein. Na, und vielleicht sollte ich die Hülle drauf machen, damit mir die nicht rausfliegen können. Und erstmal gucken, wo der beste Eierpreis ist. So. Ich hoffe ja nicht bei dem Sparmarkt. Nein, hier das Gartencenter. Eindeutig vorne. Hab ich ein Glück. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann hoffe ich, dass ich nicht alle Eier einzeln ausladen muss. Mal gucken. Das wird schon irgendwie gehen. Und selbst wenn, dann stelle ich mich halt auf den Hänger und werfe sie runter mit möglichst viel Schwung. Dann kann man die gleich als Rührei verkaufen. So. Ah, und auf dem Rückweg sollte ich dann noch die Besen kaufen. Unbedingt. Und zwar gleich für alle Tiere.
Ja, was für Tiere haben wir denn? Oh, die Pferde brauchen keinen Besen. Und bei den Hühnern vielleicht zwei. Und dann haben wir Kühe, Schafe und Schweine. Also 5 Besen brauche ich. Vorsicht, Vorsicht. Das ist zwar schön und gut mit dem Rührei. So, Deckel ab. Wobei fraglich ist, ob das überhaupt einen Unterschied macht. So. Ah, und jetzt probiere ich mal, ob wenn ich die Abkippseite rechts habe. So, ja. Aber ich kann es gar nicht öffnen. Das ist ja schon komisch. Habe ich, glaube ich, schon öfters mal probiert. Ja, ich kann den Anhänger nicht schräg stellen. Na gut. Also kippen. Dann gehe ich hier mal über die Leiter da rein. Und werf die mal alle schön raus. So, na toll. Komm, lass dich greifen. Hm, die haben sich hier richtig schön reingeruckelt. Ja, die wollen nicht. Na gut, ich werde das Problem mal irgendwie lösen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das Problem gelöst habe und hier die Eier schön verkauft habe. Ja, das Ganze nimmt jetzt hier bizarre Ausmaße an. Ich habe schon alles Mögliche versucht, sogar das Spiel neu gestartet. Das Problem ist, dass aus irgendeinem Grund hier diese Eierkartons, ein Teil von denen, wie zusammengebacken ist. Und dann habe ich halt alles Mögliche probiert. Ein Teil konnte ich rausschmeißen. Jetzt habe ich Superkraft an. Und ich dachte mir, wenn ich den auskippe, geht's vielleicht. Und als das einfache Umkippen auch noch nicht gereicht hat, dachte ich mir, das wollt ihr bestimmt sehen. Also die Superkraft habe ich durch das Easy Development Commands Center. Das ist ein Mod aus dem Mod Hub. Und da kann man die tollsten Sachen machen, unter anderem Superkraft anschalten. Dann kann man auch Anhänger hochheben und umkippen. Und das machen wir jetzt. Jetzt kippen wir den mal ganz um. So, das ist jetzt mit mittlerer Maustaste. Wo ist er denn? Der Arme. Und jetzt, was haben wir denn hier für ein... Das können wir immer noch nicht bewegen. Das ist ja komisch. Das ist ja sehr merkwürdig. Sowas hatte ich noch nie. Ich meine, wenigstens jetzt hätte es doch mal klappen können. Und ich habe ja Superkraft. Sehr merkwürdig. Objekt werfen. Oder ich lasse mal Objekt fallen lassen. Hm, fällt nicht runter. Objekt werfen. Selbst das tut er nicht. Sehr, sehr mysteriös. Aber ich könnte es natürlich auch einfach so lassen. Aber dann ist diese Verkaufsstation sozusagen ein bisschen beschädigt, könnte man sagen. Habt ihr schon mal zusammengeklebte Eierkartons gehabt? Also dieses Zusammenklebphänomen, das hatte ich ja schon, als ich hier noch ganz ohne diese Superkraft und so angefahren gekommen bin. Darum konnte ich die nicht greifen. Die vorderen konnte man greifen, aber diese hier nicht. Tja. Sehr, sehr mysteriös. Na gut, immerhin sind sie jetzt nicht mehr im Anhänger. So was Blödes. Jetzt versuche ich den Anhänger mal wieder aufzurichten. Ja, das ist falsch rum. Ja.
Gut, jetzt steht er natürlich falsch. Also in der... Die Richtung ist ungünstig. Kann ich ihn? Nein, so nicht, aber so. Okay, gut. Oder ich räume ihn erstmal aus dem Weg, damit wir problemlos den Palettenwagen erstmal ankoppeln können. Huch! Also vorwärts gehen mag er jetzt nicht so. Aber wir kommen vorwärts. Ja, gut, jetzt ist er aus dem Weg. Irgendwie finde ich das cool. Diese Superkraft. Und normalerweise benutze ich die natürlich nicht. Aber in so einer besonders verfahrenen Situation... Ah, vielleicht sollte ich den Palettenwagen... Ach, ich guck mal, ob es so geht. Wenn nicht, fahre ich den Palettenwagen, schiebe ich ihn noch so ein bisschen besser hin. Hm. Nein, das ist jetzt nicht sehr förderlich. Oh, ich habe einen Verdacht, dass irgendwie der Palettenwagen die Ursache für das Problem ist und dass hier diese Kartons sozusagen an dem Palettenwagen hängen. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, wenn ich den Palettenwagen... Na komm. So, hochheben. So, ja. Oh. Und jetzt runter. Vorsichtig absetzen. Nee. Oder doch, doch. Die hängen. Die hängen am Palettenwagen. Okay. Ja, dann müsste es ja vielleicht gehen, wenn ich die irgendwie abkoppel. Also, ja, wenn ich auf Entladen gehe oder irgendwie halt Befehle mit dem Palettenwagen mache. Das wäre ja toll, wenn wir die noch loswerden würden. Und ich habe mich ja schon auf Hühnerchaos eingestellt, aber dass es so chaotisch ist. So, jetzt gucken wir mal, was wir für Möglichkeiten haben. Arbeitsmodus anschalten, ausschalten. Muss ich erstmal anschalten. Ich löse erstmal die Spanngurte. Jawohl! Das heißt, die wurden durch die Spanngurte vom Palettenwagen praktisch festgehalten, weil die in der Nähe waren. Darum waren das auch nur die hinteren im Anhänger. Sehr faszinierend. Gut. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt die Superkraft nicht mehr brauche. Ich schmeiß die dann einfach mal in die Luft. Dann werden die sich schon verkaufen lassen. Das war jetzt vielleicht zu schwungvoll. Na komm, lasst euch das verkaufen. Sie hängen auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Was für ein Abenteuer. So. Gut. Ja, es kommt auf jeden Fall ganz gut Geld rein. So. Ja, das habe ich mir jetzt so auf den Kopf geschmissen. Sehr geschickt. Okay. Gut. Wunderbar. Ach, da liegt noch eins. Ja, das sollten wir ordentlich wegräumen. Was für eine Haftkraft die Laderiemen von dem Palettenwagen haben. Und jetzt binde ich sie wieder fest. Selbst noch nach dem Abkoppeln und alles.
dazu. Ah ja, und diese Palettendinger, die behalte ich, die werden nur leer. Gut, das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht nehme ich die auch nochmal wieder mit. Ah, das geht doch jetzt gut. Wunderbar. Die nehme ich vielleicht wieder mit, weil die sind ja vielleicht schon praktisch. Vielleicht will ich sie doch nochmal probieren. Vielleicht tue ich die auch nur bei dem größeren Hühnerstall hin. Dann versuche ich mich so zu positionieren, dass die ordentlich ausgeladen werden. So. Und jetzt versuche ich das Ganze nochmal ordentlich zusammenzukoppeln. Gut. Dann komme ich von der anderen Seite. Und pirsch mich dann da an. Die Gartencenter-Mitarbeiter werden sich bestimmt auch wundern, was ich da so treibe. Wie der Herkules mit meinen Anhängern rumwerfe. So. Jawohl. Sehr schön. Jetzt stelle ich die Superkraft wieder aus. Ganz erleichtert. Und um einiges reicher. Ich meine, immerhin hat sich das sehr schön gelohnt. Oh, ich könnte hier auch mal tanken. Nee, wenn, dann tanke ich bei meiner eigenen Tankstelle. Überhaupt getankt wird beim Shop? Ja, ich glaube fast, es ist lukrativer, wenn ich meinen Trecker tatsächlich beim Shop voll tanke und meinen Biodiesel verkaufe. Also werde ich jetzt auch gleich mal kurz tanken. Und 5 Besen kaufen. Und sehr erleichtert sein, dass ich dieses mysteriöse Problem gelöst habe. Es hätte aber leichter gelöst werden können. Gehen wir erstmal schnell tanken. Leute, aus dem Weg, hier kommt die gefährliche Oma Tanner. So. Jawohl. Gut. So. Und jetzt 5 Besen kaufen. Die sind, glaube ich, hier bei Diverses. So. Ja. Gut. 3, 4, 5. Da stehen sie alle. In Reih und Glied. So. Und jetzt schaue ich mal, ob ich die hier in diese Palettendinger reinpacken kann. Wenigstens die 2 für die Hühner. Nicht so ganz. Ja, dann schmeiße ich die anderen wohl lieber oben in den Hänger rein.
Das wird dann auch wieder lustig. Auch die dann wieder rauszukriegen wird lustig. Aber wenigstens fallen die da bei der Fahrt dann nicht so leicht raus. Ja. Hopp, hopp. Drüber. So, ja, zack. Und so. Jawohl. Und so. Und das, den anderen sollte ich vielleicht auch noch. Ups, 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 ja. Ja. Lieber da reinschmeißen. So. Ja. Und sehr gut. Das sieht schon lustig aus. Der Biestransport. So, na, abgesehen davon, dass es irgendwie chaotisch war, mit der Hühnergeschichte, hat es ganz gut Geld gebracht. Ich meine, die Zeiten sind anscheinend wirklich vorbei, wo wir hier finanziell immer auf dem letzten Loch gepfiffen sind oder haben. Wir haben jetzt gerade eine halbe Million, einfach so mal, so locker. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Besengeschichte. Ja. Gut. Ja, so war das nicht ganz gemeint. So, meiner. Und zwei. Wunderbar. Den nehmen wir. Das sieht mir nach einer gefährlichen Haltung aus. Wir hatten heute schon genug Chaos. Oh, man merkt so richtig, wie er so ein bisschen so widerborstig sich wehrt gegen das nach vorne geschoben werden. Ja, soll ich besser rückwärts gehen, lieber Besen? Oder dich... Ah, ich, wenn ich ihn noch höher halte, dann geht es problemlos. Gut. So. Dieser Stall kriegt einen eigenen Besen, weil die am meisten Dreck machen. Du Schlingel! So. Wunderbar. So. Die anderen müssen sich den Besen teilen. So. Okay. Und den stellen wir hier ab. So um die Ecke. Damit das nicht kollidiert hier mit dem Eier abholen. Und jetzt werde ich versuchen, mindestens zwei oder mehr von diesen
Palettendingern hier hinzulegen. Gibt's hier denn keine, wie heißt das? Markierungen? Sind die vielleicht abgeschaltet? Ich guck mal, weil die bräuchte ich eigentlich. Automatischer Motorstart, Kalk notwendig. Was ist hier? Statistik. Hilfefenster, Geldeinheit. Interaktionszonenmarkierung. Da sind sie wieder. Sehr schön. Wunderbar. Damit ich weiß, wo ich die hinstellen muss. So, das kommt jetzt hier mal irgendwo anders hin. Und dann probiere ich mal mein Glück. Zur Not könnte ich dafür ja eventuell auch noch einmal kurz die Superkraft verwenden. So. Also wenn es nicht klappt. So. Nee. Okay. Jetzt machen wir das erstmal ab. Bänder und dann, tja, hier abladen. Das ist schön und gut. Nee, ich muss, glaube ich, erst Arbeitsmodus anschalten. Ja, denn hier abladen wäre, glaube ich, der andere Hänger. Erstmal anschalten. Und jetzt? Probiere ich mal ausschalten. Gibt's hier nicht. Sonst gab's hier immer auch noch die Möglichkeit, anders abzuladen. Also entladen oder so. Vielleicht nur mit angeschnallt. Glaube ich eher nicht. Ah, ja, das zählt gar nicht mehr als Paletten, was da drauf ist. Darum kann ich auch nichts entladen. Also mache ich mir nochmal die Superkraft an. So. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal zum Tierhof holen und den Frontlader holen und... So. Oh, guck mal. Ich will wieder runter. Kann man hier rein? Ja. Tja. Okay. Man kann also nicht nur mit dem Besen fliegen, sondern auch mit der Palette. Zumindest, wenn man eine Hexe ist. Und da ich das natürlich bin, eine liebe Kräuterhexe. Jetzt komme ich hier nicht raus. Toll. Muss ich hier über den Zaun springen? Komm, hopp, rüber. Nee, nicht über diesen stacheligen Zaun. Bringe ich darüber. Man hat schon schwer. Immer wenn man denkt, man hätte das Problem jetzt im Griff. Oh, und es ist schon wieder 39 Minuten lang die Folge. Tja, da müsst ihr was durchhalten. Aber es ist bald zu Ende. Es ist bald geschafft. Ich glaube, es muss andersrum stehen. So. Und immerhin war es ja schön bizarr. So, jetzt. Jetzt hoffen wir mal, dass ich bei den nächsten nicht losfliege. Ganz vorsichtig. Nach rechts. Nein, nicht fliegen, nicht fliegen. So.
Und jetzt vorsichtig absetzen. Na, vielleicht geht das ja so. Okay. Mal gucken, ob das so funktioniert. Wahrscheinlich wird da dann noch was dazwischen gelegt. Aber ich fahre hier mal mit dem Trecker weg. Und dann schiebe ich die noch ein bisschen ran. So. So, dann muss ich natürlich das nächste Mal auch wieder mit dem Palettenwagen kommen. Aber dann lohnt sich das hier wenigstens. So, vorsichtig, ganz vorsichtig. Er will nicht. So, ja, jetzt. Ja, bisschen schepp. So muss es gehen. Wenn es so nicht geht, dann halt nicht. Okay. Jetzt haben wir die Hühner endlich versorgt. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.